zum Thema Verein wechseln. Da wird ja die nächsten Tage und Wochen immer wieder Spekulationen kommen, wie jetzt mit dem Thema Werder Bremen. Da wird dann wieder so eine Geschichte draus gemacht, als wenn ich mich da angeboten hätte. Und dann muss der Thomas Hanschin dann wieder alles dementieren, obwohl ich zu diesem Thema nichts kann. Es gibt kein Interesse an Werder Bremen oder sonst wo. Und daher werden die nächsten Tage und Wochen immer wieder so Spekulationen kommen, wo dann leider das Thema größer gemacht wird, als es ist. Momentan sieht es so aus, dass ich nach London zurückgehe. Aber natürlich kann in den nächsten Wochen und auch Tagen immer wieder was passieren, wo man sich vielleicht Gedanken machen wird oder kann. Und dann wird man schauen, was dann passiert. Aber wenn es sein muss, dann bin ich dann nächstes Jahr bei Arsenal. Es ist ein toller Club, habe ich auch immer wieder betont. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und ich denke, dass ich da meine Stärken und meine Leistung bringen kann und auch der Mannschaft helfen kann. Man kommt von jeder Station Erfahrung mitnehmen, vor allem im Ausland. Das bringt einen auf jeden Fall weiter. Klar ist, dass es sportlich jetzt nicht das beste Jahr von mir war. Ich bin immer noch jung, auch wenn es die drei davor steht. Ich habe noch viele, viele Jahre Lust auf Fußball. Und wie ich gerade gesagt habe, mal schauen, was passiert. Ich habe noch ein Jahr in London und habe mich da auch immer wohl gefühlt. Aber nochmals, kann auch die nächsten Wochen was passieren. Auf jeden Fall werde ich nicht aus der Fußballwelt verschwinden. Also klar ist das Ziel, hier immer dabei zu sein. Ich fühle mich immer wohl. Und wie der Oliver eben gesagt hat, seit 2004 bin ich jedes Mal gerne dabei. Und bin stolz, Nationalspieler zu sein und da auf dem Rasen zu stehen. Und jetzt auch mit dem neuen Slogan, die Mannschaft, da ein Teil da zu sein. Und das nächste Ziel, das große Ziel ist natürlich die EM. Davor steht erstmal die Qualifikation an. Ich denke da auch, dass es da noch schwierig wird, weil wir da noch zwei schwierige Auswärtsspiele haben mit Schottland und Irland. Da kennt man, da wird gekämpft, da wird geackert und da muss man erstmal bestehen. Und das nächste Ziel ist natürlich dann wie die Euro. Das ist auch mein Ziel. Und wenn ich dabei sein werde, dann werde ich auch Gas geben, um auf dem Platz zu stehen.